feuchtfröhlichen guten Tag wünsche ich euch zu einer weiteren Runde Dark Souls 3. Ja, wir sind wieder hier im NG Plus 2 und was haben wir vor? Haben wir irgendwas Besonderes vor? Ich weiß nicht. Kann sein, kann auch nicht sein. Ach, hier sind wir, okay. Okay, ich weiß es wieder. Ja, ich glaube, ich habe sogar was Besonderes vor. Und zwar will ich alles dafür tun, dass ich das alternative Ending mache, was möglich ist. Und ich will es tun. Denn das ist ziemlich nice. Ziemlich nice. Und außerdem will ich in das einzige noch nicht erreichte... Aua. Aha. Alter, ist doch nice. Das war nice. Alter, was mache ich hier? Lol. Oh. Und dann kann ich noch was ausprobieren. Das war cool, das habe ich in einem Video gesehen. Aber das machen wir nachher. Und außerdem wollen wir ja noch Ringe finden und so weiter. Es gibt noch viel zu erkunden, Leute. Es gibt noch viel zu erkunden. Wir wollen ja alle Ringe haben und so weiter und so fort. Sieggebräu. So. Wir haben noch echt verdammt viel zu erkunden. Das ist eigentlich unglaublich. Traurig, dass wir noch so viel zu erkunden haben. Obwohl wir es schon zweimal durchgespielt haben. War das hier die... Nee. Nee, nee, nee. Müsste eigentlich irgendwo ein... Da. Da ist es bestimmt drin. Eine Zunge drin sein. Genau. Genau, genau. Eine bleiche Zunge. Schön. So. Dann können wir noch rüber. Aber müsste ich mal gucken, wo es noch besondere... Ja, egal. Mache ich jetzt nicht. Müsste ich jetzt das Internet aufmachen und so. Weil jetzt so die ganze Zeit nachsuchen ist schon anstrengend. Ja, ein blöder Schädel ist natürlich nötig. Wir benutzen eigentlich gar nicht so viele Items oder so. Das ist eigentlich schade. Eigentlich müsste man sowas viel mehr benutzen. Aber irgendwie... Ist das irgendwie ein bisschen... Ja, unnötig kann man nicht sagen, aber... Unnötig halt. Ah... Aber Alter, nein. Ja, Noob. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich die töte. Lol. Wäre jetzt lustig, wenn... Alter, als ob... Alter! F-Punkt Otzer, Alter. Der haben was gezeigt, Jungs. Der haben was gezeigt. Ja, okay, rotzt mich ruhig an. Ekelhaften Dinger. Ekelhaften Dinger, wie. Doch, das war, glaube ich, das Einzige, was ich hier finden wollte, oder? Kann gut sein. Jetzt könnte ich theoretisch. Flints Ring. Haben wir schon. Einen theoretischen Rückruf-Dings benutzen, oder? Ja. Zum Feuerband schreien. Und von da aus kann ich euch ein paar Sachen zeigen. Das habe ich nämlich alles mal recherchiert, was man alles machen kann. Einmal ist so ein kleines Easter Egg, das finde ich mega cool. Zum Beispiel. Er guckt sie so gegrämt weg. Ja, oder...
Da weiß ich nicht, was das soll. Mit dem Arm, keine Ahnung. Verbeugen. Verbeugt sie sich auch. Das ist so cool, finde ich nice. Jetzt kann ich übrigens mal zusammenrollen. Zusammenrollen kann ich mal ändern. Wechseln. Wieso habe ich so wenig? Ah, okay. Herbeirufen. Das ist dann nochmal cool, glaube ich. Das wird bestimmt cool. Ach, das ist Lachen. Ach so. So. Ja, da macht sie gar nichts. Hey, die lacht ja immer nur. Ausstrecken ist auf jeden Fall ziemlich cool. Winken. Freudenschwung mache ich mal weg. Das finde ich irgendwie cool, dass der das so eingebaut hat. Ah, sie verbeugt sich bei gelobt sei die Sonne. Etikette der Legion? Guck sie beschämend weg. Interessant. Gebet, Kniefall, zusammenbrechen, ruhen, zusammenrollen. Manchmal Gebet. Da verbeugt sie sich wieder. Naja, okay. Ganz cool finde ich das, aber jetzt nicht so toll. So, ich glaube, mit dem müssen wir nicht reden. So, jetzt müsste eigentlich hier. Ja. So. Hallo. Hey, normalerweise müsste er mir einen Schlüssel geben. Fick dich. Ich verstehe das nicht. Hä? Ich eigentlich. Oder irgendwas mache ich falsch, ist ja klar. Es wird ja funktioniert, aber irgendwas. Mann. So, ist jetzt der Eduard oder wie auch immer ist schon tot? Nee, ne? Doch, er ist tot. Lol. Armer Kerl. Na, egal. Hallo. I am Uria of Londor, a close friend of his. Thanks to thee, Yol's soul is redeemed. Allow me to express my gratitude in his stead. Würdevolle Verbeugung. Thou art a lord, art thou not? Bearer of the dark sigil, and our lord of hollows. For the time thou remainst, our lord, we of Londor shall serve thee. And I, of course, am also thine. Cool. Finsterhand. Nice. Bewahrt als Hülle ein menschliches Aussehen. Ja, ist unnötig. Nimmt das Erscheinungsbild eines Phantoms an. Unwahrer weißer Ring. Ach so, das ist nice. Wenn du jemanden überfällst, dann siehst du aus wie ein Phantom. Foliant von Londor, Alter, das brauchen wir. Seelenfall, schwerer Seelenfall, Zauberschild, Zauberwaffe für Seelenfall. Ich glaube, das haben wir schon alles, aber das ist interessant hier. Das kaufen wir, das kaufen wir. Ring der Opferung, dass wir hier so viele haben, ist auch schon nicht schlecht. Warte, was haben wir hier? Seelenfall, schwerer Seelenfall, Seelengroßschmerz, Zauberwaffe, Zauberschild. So, guck ich mal, ob wir irgendwas nicht haben. So. Wir haben Zauberschild, Zauberwaffe, schwerer Seelenfall, Seelenfall, schwerer bla bla, großer Zauberschild. Aber da haben wir, da fehlt dann noch was, ne? Was die hat, oder? Seelengroßschwert, Zauberwaffe. Ich glaube, Seelengroßschwert haben wir nicht, ne? Wenn ich mich nicht verguckt habe. Na, doch, hatten wir schon. Schade. Naja, ist egal. Hat ja jetzt nicht so viel gekostet. Hat ja jetzt nicht so viel gekostet. So. Mit dem müssen wir eigentlich nicht reden jetzt. Hallo.
Kann ich bei dir irgendwas holen, was wichtig ist? Eigentlich nicht, ne? Eigentlich nicht. Man kann hier ein paar Gluten kaufen. Aber ob man das braucht, ist auch wieder so eine Frage, ne? Ja, müssen hier hin. Ich glaube, jetzt rennen wir mal durch. Ich hab keinen Bock, die alle nochmal zu töten, oder? Ich weiß nicht genau. Ich weiß nicht genau, was ich tun soll. Aber ich weiß nicht, warum der mich eigentlich gar nicht mehr angegriffen hat, übrigens. Ah, was? Ich kann mich ja gar nicht mehr bewegen. Was ist denn hier los? Hier habe ich. Was für eine Überraschung. Da kommt jemand runter. Wer hätte das erwartet? Ich will nämlich ein Alter. Ach, ich glaube, da habe ich abgebrochen jetzt. Ich will ein alternatives Ende machen. Und das geht durch verschiedene Voraussetzungen, die ich erfüllen muss. Und jetzt versuche ich, die einzelnen Voraussetzungen zu erfüllen. Warum tötet man eigentlich diesen Typen? Könnte man den Endgegner eigentlich auch auslassen? Ja, ne? Ja, irgendwie ist das eigentlich dumm, was ich hier mache. Ich meine, man kann es ruhig machen. Das ist ja kein Problem, aber man muss es nicht. Man muss es wirklich nicht. Oh. Warum nicht? Warum nicht, Leute? Ganz ehrlich, das kann. Wo laufe ich eigentlich gerade hin? Doch, ich bin richtig. Ja. Ach, der gute alte Temple Raider. Temple Raider. Na, komm her, Junge. Komm her. Ich kann ihn auf jeden Fall mal versuchen zu. Ja, dann trinke ich auch was. Wenn du so kommst, dann komme ich auch so. Ha! Oh, ich hab's gerade noch im Hintergrund gehört. Oh, lol. Im letzten Moment habe ich's so gehört. Ja, komm. Ja, dafür muss mich jemand invasieren, damit ich Banden der Wirbelsäule bekomme. Oder ich muss gerufen werden. Das ist ja voll der Bullshit. Oh. Wieso kann man den eigentlich nicht von hinten? Finde ich. Und das wäre irgendwie cool. Das fände ich richtig schön. Nice. Ich glaube, ich verabschiede mich jetzt schon langsam für diese Folge. Ich wollte gerade sagen, wann kommst denn du? Oh, boah. Da haben wir aber ganz schön gezogen, ja, gerade. Das müsste die sein, ne? Ja, wunderbar. Haben wir das auch erledigt. Ja, dann sehen wir den Endgegner in der nächsten Folge, würde ich sagen. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Und verabschiede mich jetzt für diese Folge. Danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.